Night City. Das Ergebnis der gestrigen Leichenlotterie, eine solide 30. 10 davon aus Haywood. Geht doch nichts über Gangkriege. Dazu ein toter Polizist. Also seid ihr alle sowas von im Arsch. Sowas nimmt das NCPD persönlich. Während in Santo Domingo ein Stromausfall herrscht, Netrunner zerballern mal wieder wie üblich das Stromnetz. In Westbrook kratzt Traumateam unterdessen die Überreste von Cyberpsycho-Opfern vom Asphalt. Und in Pacifica! Naja, Pacifica ist eben Pacifica. So viel erst einmal von mir, eurem Stan. Genießt euren Tag in der Stadt der Träume! Ja, und damit einen wunderschönen Nachmittag, gute Nacht, guten Abend am Ende des Jahres 2021 und am Ende von Cyberpunk. Hello Fighter Wings und hello Aussies und all ihr anderen, die ihr auch schon hier seid. Heute fangen wir ein bisschen früher an, weil, ha, wer hätte es gedacht, ich habe heute Urlaub. Und ja, wir haben das Finale mit Johnny Silverhand heute vor uns. Wir haben uns in seine Hand getraut, um praktisch das Ende zu erleben. Hoffe ich zumindest. Also ich gehe jetzt davon aus, dass das jetzt eben die Final Mission wird. Ich gehe jetzt davon aus, dass die 1 bis 2 Stunden dauern wird. Und ich bin gespannt, weil den Weg habe ich noch nicht gefahren. Und schön mit Kaffee heute noch eine Runde, weil war vorher echt noch richtig müde. Sind wir mal gespannt. Weil beim letzten Mal, als Johnny was gegen Arasaka gemacht hat, hat er ja eine Atombombe gezündet. Deswegen heute auch der Titel, ob er denn heute wieder eine zünden wird. Ich fände es persönlich ganz witzig, weil ich habe noch keine Atombombe in dem Ding hier gezündet. Aber gut ist, dass wir... Wen haben wir denn da? Ja, mich kennst du, wa? Wie die sich bewegten und verhielten. So, als wäre es eine Person. Kann ich mit dir reden? Hallo, wie? Noch ein letzter Drink vom Schlafen gehen? Ich suche Rogue. Große Kabine da drüben, aber stör sie jetzt lieber nicht.
Doch, und ob ich sie störe. Nein, warte, ich mein's ernst. Sie wird dich vermöbeln. Glaubst du wirklich? Dann sieh zu und lerne. Ich werde zusehen, aber lernen wirst wohl eher du. Oh, da sind wir doch mal gespannt. Ich sag's dir freundlich, Wakako. Irene! Wie? Dein kleines Geschäft läuft nur, weil ich es dulde. Und meine Stimmung kann sich jederzeit ändern. Zwei. Mal eine Sekunde. Wie? Wie hat Pause? Ich bin's. Wir reden später, Wakako. Was willst du, Johnny? Ich liebe die Sinn nicht mehr. Habe ich etwa was Wichtiges unterbrochen, ha? Huh? Ich habe das Gefühl, diese Unterhaltung könnte wichtiger sein. Du willst was. Und das ist immer ein schlechtes Zeichen. Nettes Setup hast du hier, Rogue. Königin von Night City. War sicher nicht leicht, all das zu erreichen. So viele sind gescheitert. Was zum Teufel soll das heißen? Die letzten 50 Jahre sind mir irgendwie abhanden gekommen. Ich versuche nur, Lücken zu füllen. Und? Schon was rausgefunden? Nur, dass keiner unserer alten Crew ein Happy End hatte. Keiner außer dir. Okay. Hey Leute! Wieso? Raus jetzt. Wir sind noch nicht fertig. Oh doch, das seid ihr. Okay. Scheiße, was ist denn los? Erstmal den Bus markieren. Deine Schicht ist vorbei. Geh nach Hause und leg die Füße hoch. Okay, dann gehe ich mal wieder an die Arbeit. Wir haben den ganzen Laden für uns. Ich fühle mich wie ein VIP. Jetzt rede. Was zum Henker hast du mir zu sagen? Ein hübsches Leben hast du, ne? Praktikarten auf den Tisch, ich glaube nicht. Pack die Karten auf den Tisch, Rogue. Ich weiß, du hast dich verkauft. Das denkst du von mir? Fuck! Seit wann, verdammt nochmal, gehen dich meine geschäftlichen Entscheidungen was an? Du hast deinen Namen auf der Zunge, ich weiß es. Adam Smasher. Es stimmt, aber das war viel später. Du warst fort. Und die Trauerklamotten auch. Im Geschäft gibt's keine Sentimentalität, Johnny. Smasher und ich haben für dieselben Leute gearbeitet. Stinkt das zum Himmel? Ja. Hatte ich eine Wahl? Immer. Bedauere ich es. Berate ich dir gleich bei der Wings. Wolltest du das von mir hören? Naja, was soll ich sagen? Vergangen ist vergangen. Wenn dem so ist, lass uns doch über die Zukunft reden. Du bist nicht ohne Grund hier. Genau, Fighter Wings. Wir haben uns nämlich beim letzten Mal, konnten wir uns ja entscheiden, welchen Weg wir einschlagen. Ob Vi nun selbst steuert, ob sie sich umbringt oder ob wir eben Johnny das Ruder überlassen, um die Kacke richtig zum Dampfen zu bringen. Und wir haben uns dazu entschieden, die Kacke richtig zum Dampfen zu bringen. Denn Johnny hat uns ja versprochen, dass er praktisch gone by the wind ist, wenn die ganze Sache rum ist. Weil er will ja nur Arasaka über den Jordan jagen und Alt Cunningham Zugriff zum Nikoshi verschaffen. Und da sind wir jetzt praktisch gerade live dabei, das mitzuerleben. Vi ist sozusagen im Schlafmodus und Johnny sitzt am Ruder. Dieser Körper. Ich will. Ich bin nicht. Na, fuck! Vi stirbt und ich bin der Scheißkrebs, der sie umbringt. Doch der Prozess kann aufgehalten werden. Ich muss. Nein, Johnny. Lass es bitte. Mach dir nicht vor, dass du jemandem helfen willst. Es geht wieder mal nur um dich, damit du dich besser fühlst. So denkst du über mich? Ja. Genau wie damals mit Alt. Und da ging's nicht mal um Schuld, sondern nur um allgemeines Unbehagen. Vielleicht habe ich mich ja geändert. Ich habe keine Zeit mehr, Rogue. Wenn die beschissene Uhr 12 schlägt, ist Johnny Geschichte. Und wie gleich mit.
Ich muss aus ihrem Kopf raus, bevor es soweit ist. Wir haben es geschafft, Al zu kontaktieren. Sie wird uns helfen. Aber... Das Problem ist der Ort. Eine Datenfestung. Mikoshi. Und der einzige Zugangspunkt für uns liegt schön gesichert unterm Saka Tower. Arasaka? Schon wieder? Hätte ich wissen müssen. Nur ein Idiot macht denselben Scheiß immer wieder und erwartet andere Resultate. Ist dieses Far Cry 3 Zitat irgendwie schon älter als Far Cry 3? Oder memt es jetzt irgendwie jeder aus Far Cry 3? Scheiße, deshalb wird heute aus keinem mehr was. Alle wollen ständig irgendwelche Scheißpläne. War's denn je anders? Na, früher hat man ein paar Lines gezogen, sein Eisen geschnappt und es einfach durchgezogen. Hat immer geklappt. Können wir jetzt genauso machen? Moment. Wir. Ja, komm, wir grabben. Scheiße, nein, will sie nicht. Ich soll also meine Tsunami entstauben und mich deinem Kreuzzug gegen Arasaka anschließen? Genau. Bingo. Wann? Weiß nicht. Jetzt? Oh, ich übersteuere ein bisschen, bin ich zu laut. Ja, ah ja, das... Oh, das kann ich schnell runterregeln. So. Das sollte besser... Ach. Nee, warte, da muss ich sogar noch tatsächlich in andere Settings rein. So. Aufnahme, denn das wird aller Wahrscheinlichkeit nach Eigenschaften. Pegel, ja. Jupp. Gut, das sollte wieder besser funktionieren. Ja, das ist immer das Problem, wenn man mal Zoom benutzt oder sowas in die Richtung, das dann auf die Microsoft-Dinger eingeht. Danke für den Hinweis, Spider Wings. Ja, du schuldest es mir, ist immer eine scheiß Antwort. Für dich. Viel besser. Für mich, ja. Du kannst gern weiter die Ballkönigin von Night City spielen, aber das ist nicht Rogue. Die echte Rogue hast du auf dem Weg nach oben begraben. Sieh in dich hinein. Ich weiß, sie ist noch dort. Jetzt bin ich wieder normal. Sehr gut. Ich wusste, dass es so Danke für den Hinweis. Dass du eines Abends wie durch ein Scheißwunder hier reinplatzt und wieder alles kaputt machst. Aber du bist dabei, gib's zu. Manche Dinge ändern sich nie. Und wir? Haben wir uns geändert? Ich weiß nicht. Dann lass es uns rausfinden. Aber Hauptsache erstmal einsaugen. Und küssen. Klar. Hilfst du mir, Rogue? Halt die Klappe, Johnny. Halt einfach die Klappe. Top. Ich frage mich, ob er das versauen kann. So im Sinne von so... Rogue sagt trotzdem so... Na. Finde ich ganz witzig. Sowas finde ich immer ganz schön, wenn man sowas halt auch hinkriegen kann. Wieso höre ich gar nichts? Bin ich jetzt wieder wie oder noch Johnny? Höhe! Scheiße, verdammt! Jedes Mal. Ich hab echt noch nie wen erlebt, der einfach über 20 Stunden abklappt. Ich kenne diese Visage. Du musst Crispin Whelan sein. Siehst aus wie dein Vater. Gene sind Hi, Seppel im Übrigen. Was hab ich verpasst? Warum bist du hier? Der Boss wird's dir erklären. Rogue? Es gibt nur einen Boss. Ja. Da kannst du recht haben, Julian. Das stimmt. Ich habe ja auch den Zensurmodus an. Deswegen stimmt, da könnte natürlich was
rausgeschnibbelt worden sein. Also, ich weiß nicht, bin ich der Einzige, den diese Schuhe von ihm irgendwie an die Schuhe von dem Super Mario Movie aus den 1980ern erinnern? Oder? Das kann ich doch nicht alleine sein. Ihr habt euch also kennengelernt. Das sieht doch... Sehr gut. Rogue, was macht diese Kreatur hier? Das sieht sehr danach aus. Unser Pilot bringt uns heute zum Corpo Plaza. Sniper. Rogue. Oh, die hätte ich auch du gerne. Du bist die Beste. Schaut echt dufte aus. Sonst wärst du ja nicht hier aufgekreuzt. Gib. Unsere Ausrüstung. Nimm, was du brauchst. Alles. Nichts lieber als das. Ich brauche eigentlich nichts davon. Oh, Granaten. Ich brauche nichts davon. Oh, Granaten. Granaten nehme ich immer gerne. Schnapp dir die Ausrüstung. Ja, ja. Was ist das hier? Retrodüsen. Antigravs. Du schnallst sie an die Beine und springst damit aus dem Maskier. Schnauze. Ich habe ja alles, was ich brauche. Ja, die Boots sind halt leider Gottes echt besser als meine. Ah, wenigstens passen sie halbwegs zu meinem Zeug. Aber ich könnte bessere... Naja. Lass mal das mal. Jacke. Ja, die sind beide... Naja, natürlich sind die alle schlechter, weil ich ja hochgetuned bin bis zum Get-No. So, Waffe, habe ich Johnny seine, habe ich meine, habe ich irgendwas... Oh, ich sehe gerade, die haben irgendwie was am Overlay verändert. Oder waren die DPS-Zahlen hier schon immer gestanden? Nämlich gerade ein bisschen... Nö, alles schlechter als meins. Ja, schön, dass du beim Finale auch mit reinschaust. Gleich sollte es krachen, gehe ich zumindest stark davon aus. So, okay. Wir haben alles, wir haben 78 Nades. Wir schauen mal kurz, dass wir noch ein bisschen vielleicht was zum Heilen herstellen. Habe ich vielleicht noch irgendwas, was ich hier herstellen kann? Nee, das sind wir ja ziemlich bis voll bedient. Neue Nades haben wir auch nicht. Ja, ich kann noch besseres Healing herstellen. Stellt sofort 80% deine Gesundheit her. Ich meine, why not? Nehmen wir doch mal... 20 hiervon, mehr davon sollte man nicht brauchen. Von den blauen haben wir noch. Meine Flying Nades haben wir 78 Stück davon, aber mit 78... ich habe nämlich so viel blau. Egal. So, wir gehen nämlich jetzt straight into the final. So, und jetzt stellen wir noch die Heilung um. Och Gott, dann habe ich viel Zeug. Ja, passt schon. So, gut. Cool. Mensch, Johnny, ich bin nicht dein scheiß Babysitter. Alles gut. Hab's schon. Okay, jetzt erzähl mir, wie der Plan lautet. Ja, steck den Splitter ein. Der Walk-Ührer? Ins neue Jahr? Ich raff das nicht. Der Übergang? Ich raff's nicht. Ich raff's echt nicht. So, nimm den Splitter. Yo, Splitter nehmen. Das Ziel ist der Mikoshi-Zugangspunkt im Arasaka-Tower. Wir müssen die Laborebene erreichen. Sie soll ach, die Wal... Walküre. Oh, die Walküre. Ja, okay, ja. Knickknack. Jetzt, ja. Ja, jetzt hab ich's. Wir können also... Also schaffen wir uns selbst good ein one. Fenster, good durch one. Das wir einsteigen. Wir fliegen mit einem Militech-Strix rein. Ein taktischer Bomber. Zuerst lassen wir von weit oben Feuer auf die Tower-Luftabwehr regnen. Dann brechen wir durch eine Wand im 75. Stock, springen aus dem AV und überleben dank unserer Antigravs. Okay, ja. Die Mission klingt nach etwas, was mir gefällt. In einem tropischen Regenwald. Entgegen landläufiger Meinung hat Arasaka durchaus Stil. Wir hacken uns durch den Dschungel bis zu einem Schacht auf der Vertikalachse des Towers. Dieser Schacht führt durchs gesamte Gebäude. Die Walk-Türe. Wir setzen wieder die Retrodüsen ein und springen. Also auf das Sehenwort wird es, glaube ich, bisher noch nie jemand kommen. Ich erwarte Chaos und kaum Widerstand. Wir laufen zur Laborebene, erreichen den Zugangspunkt und dann übernimmst du. Kunstpause für Beifall. Im Übrigen, für alle, die jetzt schon dabei sind, wenn wir mit Cyberpunk fertig sind, habe ich da noch so ein, zwei Sachen mit euch zu bereden. Also just saying. Dranbleiben, kann sich unter Umständen lohnen. Und das klingt super. Wir lassen also Feuer auf die Arschlöcher regnen. Im Ernst? Darauf habe ich ewig gewartet. Jetzt spritzt ihr nicht gleich ins Höschen. Wenn wir überleben wollen,
müssen wir deutlich mehr tun. Ach, Suicide Mission von wegen. Niemals. Als würde ich jemals eine Suicide Mission machen. Never. Scheiße, ein Satellit. Wir schreiben Geschichte, Leute. Das zerschießt die Kommunikation in Night City, Nord- und Südkalifornien. Sehr gut. Bringt uns 3-4 Stunden. Keine Koordination. Ja, Seppel, wenn es denn mal DLCs, also tauchbare DLCs tatsächlich gibt. Du meinst, du hast nicht nur einen scheiß Bomber, sondern auch ein bewaffnetes Space Shuttle? Ich habe einen Bekannten bei Orbital Air. Geheimer Wohltäter? Hochrangiger Informant. Ich zahle gut, um uns Zugriff auf den Jerugin zu geben. Der Rest liegt in der Hand deiner Netrunner-Freundin. Du meinst Alt. Sie ist die Einzige, die ich kenne, die einen Arasaka-Satelliten vom Himmel holen kann. Servus, Giant. Hallo, there. Im Übrigen, Seppel, ich würde mich bei den DLCs für mich persönlich am meisten freuen, wenn sie nicht irgendwie neuen Story-Content reinbringen, wie bei The Witcher, sprechen die Toten, sondern eher so Zusätze zur Welt reinbringen, wie zum Beispiel ein Gang-Balancing oder sowas in die Richtung, weißt du, dass halt einfach mal das Balancing zwischen den verschiedenen Gangs und der Polizei irgendwie mal anders geregelt wird, als es jetzt aktuell einfach nicht existent ist. Ich muss sowieso mit Alt reden. Ich überrede sie. Versau's nicht, Johnny. Das ist das Einzige, was ich nicht tun kann. Ich sag doch, ich krieg das hin. Also, zusammengefasst, wir fliegen unbemerkt zum Arasaka Tower und begrüßen die mit einem Arsch voll Raketen. Genau. Dann springen wir rein, finden den Schacht und gehen nach unten. Zum Mikoshi-Zugangspunkt. Ja. Was meinst du? Monster Becky? Guter Plan, damit irgendwann später anzufangen, grundsätzlich. Johnny, lass dich dann hier natürlich nicht zu sehr spoilern, aber sei gerne bei dem Feuerwerk mit dabei. Der Plan hat mehr Löcher als ein Kabuki-Puppenhaus. Aber scheiß drauf, das muss klappen. Wird nicht der dümmste Job, den wir je gemacht haben. Rogue. Was? Ich... Genau, Seppel. Danke dir. Solche Sachen. Dank mir später. Weil sowas fehlt einfach noch in der Welt, um sie noch ein bisschen lebendiger, spürbarer zu machen und vor allen Dingen ohne eine Geschichte bespielbar zu machen, finde ich. Geh nach hinten. Nix zeigt dir, wie es geht. Du, Wayland, schmeiß den Strix an. Wir sind gleich bei dir. Okay, was soll ich tun? Ich gehe nach hinten. Hey, du wirst also eintauchen, ja? Das ist der Plan. Alles klar. Zieh dir einen Anzug an und setz dich dann da drüben hin. Ich mach für heute Schluss, also musst du allein wieder auftauchen. Und versau meine Ausrüstung nicht. Ihr macht einfach Feierabend und geht. Auch nice, ne? Solche Effekte liebe ich. Das haben sie wirklich, Alt. Wirklich richtig, richtig geil hinbekommen. Bist du da? Also diese 3D-Umgebung. Alt Cunningham ist Geschichte. Ach ja? Warum sehe ich sie dann vor mir? Du siehst Alt, weil du es willst. Es ist ein Abwehrmechanismus. Dein Gedächtnis erschafft lediglich ein Ersatzbild von ihr. Es ist seltsam, als ob du schlecht träumst. Liest du meine Gedanken? Stark vereinfacht gesagt. Du leugnest immer noch, was du bist. Ein Konstrukt, ein Datensatz. Ich verstehe dich. Du verstehst mich? Wie Zeilen eines Codes. Okay, das ist alles echt abgefuckt. Ich fühle mich... nackt. Die Zeit ist knapp. Netwatch könnte unseren lokalen Traffic aufspüren. Was weißt du über Satelliten?
Ich habe eine... Andrew Rutan 0401. Das kann ich regeln. Heilige Scheiße, du tust es. Du liest meine... Ich stimme dem Plan zu. Er wird dich in den Arasaka Tower bringen. Kannst du mal kurz Luft holen? Du wirst in den Arasaka Tower einbrechen und den Port nach Mikoshi finden. Dieses Programm wird die Verbindung herstellen. Ich schicke es mit dir auf einem Splitter. Sobald du eine Hintertür geöffnet hast, wird es mir möglich sein, die Sicherheitsprotokolle zu umgehen. Und dann? Wirst du von Vi getrennt. Und Mikoshi wird aufhören zu existieren. Jetzt mal Klartext, Alt. Das ist ein Ausbruch für die anderen, oder? Die Seelen werden frei sein. Ja. Aber das ist nicht alles. Du verschweigst mir doch was. Spuck's schon aus. Ich beabsichtige, sie mitzunehmen. Sie zu integrieren. Du willst sie auffressen? Die armen Konstrukte? Ziemlich abartig. Du vergisst, dass es Daten sind. Daten, die nicht verschwinden, sondern Teil von etwas Größerem werden. Und was genau heißt das? Es kann nicht in für dich verständliche Worte gefasst werden. Aber eines Tages erlebst du es vielleicht selbst. War das alles? Also, du könntest mir Glück wünschen. Ich wünsche dir viel Glück. Wow, danke. Jetzt kann mir nichts mehr passieren. Ja, sollte ich mich jetzt nicht aus... Ah! Sollte ich mich jetzt nicht irgendwie ausloggen? Ah! So, jetzt schnell aus diesem Ekelanzug raus. Weil mit dem sehe ich ja richtig doof aus. Das kannst du mal gleich fünfmal vergessen. So haben wir auszusehen. Genau. Und so springen wir Arasaka. Das muss so peinlich für dich sein, wenn jemand mit Bunny-Kostüm angehoben kommt. Bin ich irgendwie zu schwer? Habe ich zu viel Last? Nee. Ja, alles in Ordnung. Kein Grund zur Sorge. Alt kümmert sich. Jetzt fahr rechts ran. Mach den Motor aus und sieh dir die Sterne an. Du wirst es nicht bereuen. Ich muss los. Jo. Hab dich lieb. Jo. Bereit? Ja, bereit. Bin soweit. Gut, dann komm. Sonst hebt der Irre noch ohne uns ab. Ja? Ich mochte diese Bar. Werd sie vermissen. Sie geht schon davon aus, dass sie alle sterben. Oder dass sie nicht mehr herkommen kann, zumindest. Ganz nach oben. Wegen Wieland. Was hast du ihm über den Job gesagt? Er wollte nur wissen, wie viel er dafür kriegt. Gute Frage. Wie viel kriegt man für einen Job wie diesen? Das geht nur ihn und mich was an. Ach, ist das so eine große Sache? Fixer Söldnerdiskretion. So sind eben die Regeln. Akzeptier's. Ja, Seppel, genau so mache ich das ja im Endeffekt auch, obgleich man natürlich mit dem Crafting-System dahingehend das ein bisschen ich sag mal, kompensieren kann. Ich habe zum Beispiel, ja gut, okay, bei den Stiefeln jetzt nicht, weil ich auch das ganze, die ganzen, also beziehungsweise die, das Schema für genau diese Stiefel, das ist nämlich auch sowas. Würden Sie wenigstens die Schemata von dem Aussehen solcher Stiefel irgendwie verfügbar machen, dass man sie höher upgraden kann und so, dann wäre das zumindest noch was. Aber selbst das ist ja nicht mal existent. Die bräuchten halt für sowas eigentlich ein Transmog-System, wobei ich der Meinung bin, dass es tatsächlich, nee, andersrum, wobei ich finde, dass es tatsächlich sogar noch erheblich einfacher geht, bin ich zumindest der Meinung. So, nimm einfach die Stats von den eigentlichen Kleidungsstücken, die Stats weg und regel das alles nur über Mod-Slots.
Das ist doch 1000-mal einfacher, als jetzt irgendwie sich was anders auszugucken. Denke ich mir zumindest, aber hey, beats me. Denn wir sind nur hier, um Sachen in die Luft zu sprengen. Und das ist unsere Spezialität. Und Piccolo, danke für deine Subscription. Schön, dass du auch noch zur Party gekommen bist. Alles klar. Oh, Dex. Hi, Dex. Yes, heute gibt's Granatnagel. Definitiv. Gott, und ich möchte endlich eine neue Grafikkarte haben. Ja, selbst Walter und Sarah, sie wollen auch, dass ich eine neue Grafikkarte habe. Stimmt, sie zwei? Ist alles okay? Ja. Ich kann nur nicht glauben, dass wir das echt durchziehen. Wie in alten Zeiten, oder? Wie in alten Zeiten. Oh, jetzt sehen wir sogar oben, was für eine Musik es ist, oder? Also irgendein Update muss es doch zu Dings geben. Oder ist es, weil ich mit Johnny spiele? Weißt du, was ich an Night City am meisten mag? Ach ja, was denn? Connecting Status Active Video Call. Siehst du das? Einen Tag bist du in der Gosse und am nächsten liegt dir die ganze Stadt zu Füßen. Diese ganze Scheißstadt, in der dir keiner was vorschreiben kann. Nicht mal diese Hurensöhne. Keine Ahnung, wie das endet. Aber ich sag, ein letztes Mal das alte Jahr. Definitiv. Ja, die Stadt ist reif für einen neuen Weckruf. Scheiße, das ist so schön. Und es wird gleich noch schöner. Oh, da ist ja schon der Adasaka drüber. Gebt euch eine Tüte und lasst mich nicht ziehen. Träum weiter, Squammer. Guckt nach oben, Leute. Nach oben? Kann man ihren Auftritt in 3, 2, 1. Holy. Wow, ah, war das cool. Der Jerujin? Wünscht euch was. Hey, die haben uns im Visier. Scheiße. Was machen wir? Unseren Plan durchziehen. Seville, da stimme ich dir grundsätzlich zwar zu. Das Problem bei besser aussehen ist halt so dieses... Ja, was sieht tatsächlich besser aus? Vor allen Dingen in so einer Welt wie jetzt, wie Cyberpunk. Ne? Hallo! Was? Oh! Cool, da hat jemand die Raketen vergessen, die abgeschossen werden von Aladagra. Ja, mit ganz nach oben wird wohl nichts, wa? Wir müssen hoffen, dass wir überhaupt irgendwo reinquetschen können. Oh yeah! Ja lol, was für ein Glückspilz. Eindringling entdeckt. Ja, da stimme ich dir auch zu. Also das mit den Sets, das ist auch immer was Cooles. Das Gebäude ist abgeriegelt. Ich will mich nicht setzen, ich will aufstehen und sprengen. Hey, Sicherheitspersonal in die vorgesehenen Bereiche. Ich hätte eher gedacht, Rogue ist tot. Wayland ist nicht gesprungen. Gecrashed beim Wasserfall. Ich versuche ihn zu erreichen. Dann müssen wir jemanden mit Zugang zum Fahrstuhl nach unten ziehen. Hey, Walter. Wayland, hörst du mich? Bist du noch in einem Stück? Glaub schon, aber der riesige Stamm will mich vielleicht fressen. Wir holen dich da raus. Bleib, wo du bist. Was auch sonst. Wir holen Wayland ab. Okay. Okay. Hallo. Und bumm. Ich mach mit. So. Mal sehen, ob das Terminal nützlich ist. Neutralisiert sie! Okay. Jesus, diese Shotgun ist unfassbar. Oh, ja, halt's Maul. Ich hab Wayland gefunden. Lauf zum Wasserfall. Ja, wohin löse ich denn jetzt?
Also doch, Dalan. Das darf nicht wahr sein. Oh, 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 oh. Nee. Na los, ich warte. Halt! Hä? Wieder da! Wow, was hat... Was hat mich denn da von der Seite jetzt erwischt? Lulz? Silvesterfeuerwerk made by Walker. Ja, I try to. Wenn ich nicht so oft drauf gehe, aber das war gerade... Wo bin ich da jetzt schon wieder? Was hat mich da jetzt schon wieder full health weggestört oder habe ich irgendwas übersehen, das mich erwischt hat? Weil gerade eben habe ich gedacht, mich hat was erwischt und habe ich gesehen, so, hey, ich bin noch... Oh, nee, du echt? Das ist der letzte Checkpoint? Oh. Mal schauen, wie viel ich davon überspringen kann. Diesmal nicht, Schätzchen. Wayland, bring uns hoch. Scheinbar nicht. Naja, dann kann ich mir noch einen Kaffee machen, ne? Dann machen wir uns hier einfach nochmal die kleine Kanne. Ich meine, das, ne? Ah. Und gönnen uns nochmal den schönen... Alter, die Werbungen in diesem Spiel sind einfach unbezahlbar. Ich frag mich, wann es bei uns soweit ist. Das ist so fucking over. Wow! Wie in alten Zeiten, oder? Wie in alten Zeiten. Fuyutsuki. Fuyutsuki. Und ihr zwei, alles cool bei euch? Ich bin ja so happy drüber, dass nicht geböllert werden darf, also zumindest nicht so in general sense, finde ich mega gut. Erstens, weil es für mich Geldverschwendung ist und zweitens, meine Bird rasten nicht so hart aus. Ich glaube, Seraph hat noch nie ein Feuerwerk so in der Form mitbekommen, wenn der vorherige halt das nicht irgendwohin mitgeschleift oder einfach selbst illegal geböllert hat letztes Jahr. Deswegen, approved von mir. Und ja, die Musik ist richtig gut. Das ist genau die Musik, die mir zumindest das richtige Gefühl für das Spiel einfach gibt. Zumindest in solchen Situationen. Das ist so schön. Und es wird gleich noch schöner. Was soll das eigentlich? Ja? Was ist los, Walter? Träum weiter, Squammer. Guckt nach oben, Leute. Cunningham hat ihren Auftritt. 3, 2, 1. Boom. Wow, war das der Jerujin? Wünscht euch was. Hey, die haben uns im Visier. Das ist halt schon... Was machen wir? Sieht einfach hübsch aus. Unseren Plan durchziehen. Wenn die uns im Visier haben, weshalb haben wir da nicht schon geschossen? Und diesmal werde ich definitiv speichern. Also sobald wir aufstehen, werde ich speichern. Ah, ich kann überspringen. Los, come on. Haben die Raketen jetzt geschossen oder sind die an uns vorbei in den eigenen Power geflogen? Und genau da ist die Stelle, wo ich dachte, okay, Rob ist tot sein. Keine Ahnung, wie er das überstanden hat. Aber gut, ich weiß es auch bei Joy nicht. Oder wie. Uns. Eindringling entdeckt. Initiiere Hayabusa-Protokoll. Das Gebäude ist abgeriegelt. Aber schön sieht es aus. Scheiße. Hey, Sicherheitspersonal in die vorgesehenen Bereiche. Ihr zwei seid ja auch ready für Party, wa? Wayland ist nicht gesprungen. Gecrashed beim Wasserfall. Ich versuche, ihn zu erreichen. Dann müssen wir jemanden mit Zugang zum Fahrstuhl nach unten finden. Wayland, hörst du mich? Bist du noch in einem Stück? Glaub schon. Aber der riesige Stamm will mich vielleicht fressen. Die zeigen jetzt die ganze Zeit, was für Musik läuft. Nicht cool. Was auch sonst.
Wir holen Wayland ab. Okay. Ja, diesmal lassen wir keinen im Stich. Die ist nicht so jolly. So. Und ich habe wieder die Kontrolle und spiel speichern. Sehr schön. Speichern ist halt nicht möglich. Ach, come on. Echt jetzt? Weil Gegner da sind? Weil Gegner da sind. Beschäftigt am Turm. Vorbeischleichen. Oder alle gleichzeitig aufschalten. Entschuldigung. Feuer! Hexenschutz! Ja! Bitte schön. Oh, komm. Ich hab hier ein kleines Problem. Ja, das wird wohl weniger was. Ach so, Rock. Ah, so. Ach so, ich habe mich vorhin verlaufen, scheinbar. Fangen wir an. Hey Wayland, hörst du mich? Da bettelt jemand drum, gefickt zu werden. Ah, was? Nichts wie weg hier. Du Bewegung. Achso, das ist unser Freund. Okay. So, was? Verdammt euch Cyberpsychos! Na komm, wird's bald. Wohin sollen wir denn? Achso, ich muss hinter ihm her. Noch jemand? Nein, dachte ich mir. Och, come on, Rogue. Also so schwer kann Wegfindung jetzt auch nicht sein. Ich schieß dich in Stücke! Nee. Jetzt bin ich richtig angepisst. Feuer! Das Schöne ist, wir müssen nichts mehr aufheben. Ich habe genug von allem. Siehst du den? Wo ist die? Hat den Zugang, den wir brauchen. Gehört dir, John. Spider Murphy so gern sagt. Die Katze hat was angeschleppt. Schnapp dir den Zugangschip und weiter zum Fahrstuhl. Hab ich doch. Hab den Zugangschip. Wow. Jetzt zum Fahrstuhl. Lade nach. Brauche Deckung. Einmal für euch alle. So einfach löst man das. Ah, coole Waffe. So. Ja, hier wird doch noch mal ein bisschen was auf, weil kann ja sein, dass ich ein bisschen was zerlegen muss. Einfach für Munition. So. Weil wir haben noch 77. Ja, das mache ich doch gleich mal. Bevor ich da jetzt in irgendwas rein. Dann nur. Oder war. Wow, die soll. Achso, die hat nicht. Ah ja, die hat nicht. Wow, die hat echt Initialbums. Aber nicht so viel wie. Johnny ist auf der Erde, das niemand. So, was war nochmal zerlegen? Nein! Zerlegen war Z. Gut, war ich richtig im Kopf. Jo, wieso auch immer ich die nicht zerlegen kann. Okay. Oh Gott, dieses Spiel. Manchmal macht es mich echt fertig. Scharfschützen, Schutzmunition. So, wie viel wollen wir? Mach mal einfach mal 50. Das sollte doch passen. So, davon haben wir auch genug. Und hier haben wir auch genug. Sehr schick. So, wir sprengen uns weiter durch. Speichern wäre sinnvoll. Ach ja, danke für die Erinnerung. Das ist super gut. Selbst Walter stimmt dir zu. Gespeichert. Auf deaktiviert. Achso, ist unterwegs. Na, kommt rein. Kommt rein, kommt rein, kommt rein. Ja. Nichts zu sagen? Kein hey cool. Schaffen wir Motivationsspeech. Hurra! Nicht? Okay, dann mach ich's. Hey Jungs, wir schaffen das. Das Atrium. Okay. Scheiße. Ich habe hier erst vor einem Monat Michiko Arasaka getroffen. Und jetzt jagen wir alles in die Luft. Büros,
Genau wie damals. Weißt du noch? Ja, na klar. Du hast dich verändert. Ach echt jetzt? Du bist endlich erwachsen. Ach echt jetzt? Du immer noch die Beste. Okay. Sicherheitsräume sind unten. Ah, wie die Musik sich langsam... Ich muss mich durchschlagen, ich spreng mich durch. Wenn ich könnte, würde ich jetzt so lange Granaten hier auf den Boden schmeißen, bis ich unten angekommen bin. Erstmal eine Safety Nate. Die Stühle sind immer noch blockiert. Springen wir. Ist ein weiter Weg nach unten. Deshalb haben wir ja die Antigravs dabei. Okay. Wo lang jetzt? Sicherheitsraum. Wir müssen den Fahrstuhl zu den Laboren finden. Schnellster Weg nach Mikoshi. Jui. Was, wer, wo? Wow. Wohin muss ich? Ach, da sind wir. Es ist einfach unfair, diese Kombo. Über mir? Jetzt bin ich verwirrt. Ich sollte doch ganz nach unten. Aber es hat sicherlich Kopfschmerzen gegeben. Ah, ich bin nicht groß genug dafür. Okay. Komme ich hier lang? Die Tür ist verschlossen. Muss ich wohl Treppen finden. Tür verschlossen. Wo sind die nächsten Treppen? Gucken hier. Ich sehe aber halt auch gar nichts. Ah, hier. Gut. Okay, du. Hallo! Hier! Wenn ich jetzt wieder nach unten latschen muss, dann drehe ich. Mal nachsehen. Und genickt selber. Verlinkt sich. Von hier geht sie nicht auf. Steuerterminal in der Nähe. Noch nicht ganz gelässig. Offen. Ich patche alt rein. Gut. Na dann, lass mal sehen, was dein Output so drauf hat. Hey, du warst immer die eine für mich. Weißt du doch. Ich schon. Nur leider du nicht. Ah, okay. Tja, hätte schlimmer sein können. Käppchen. Altes drin. Glaubst du, sie kommt durchs Eis? Ja, die sind heute aus mir unbekannten Gründen, sind sie der festen Überzeugung, wir müssen uns kundtun. Allerdings muss man dazu sagen, wir haben auch 2 Stunden früher angefangen als üblicherweise zu streamen. Und die... Wo kam denn der her? Aber okay. Und üblicherweise komme ich zu der Tageszeit halt... Boah, das ist gerade Rogue hingesprengt. Du kannst dich nirgendwo verstecken. Nähert sich der Landeplattform. Die Kavallerie trabt an. Okay. Mission beendet. Hier. Hier lang. Und für gewöhnlich komme ich jetzt eben immer von der Arbeit zurück. Und dann gibt's eben... Ein bisschen Training, ein bisschen Spaß. Kann gut sein, dass sie das gerade missen. Ja, das macht alles jetzt natürlich sehr einfach. Wenig Sprengerei. Ah, Rogue hat überlebt. Gut. Na komm, Digga. Netrun Systemverwaltung. 2067. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Eine Arasaka-Leibwache stellt sich bei einem Attentatsversuch schützend vor den Tenno. 2071. Arasaka. Hier. Ich nenne dich einfach Dojin. du meinst jetzt hier bei mir? Bullshit. Ja, einfach weil ich das Layout so mochte. Ich kenn den Blick. Sonst gibt's keinen Grund. Willst du mir was sagen? Denkst du je zurück, warum wir es getan haben? Was getan? Die Konzerne bekämpft,
In Lederkluft, garniert mit Chrom und Eisen. Keine Ahnung. Wir waren jung, heißblütig, mit beschissenem Urteilsvermögen wie alle Grünschnäbel. Wir haben für Schönheit gekämpft, ohne zu wissen, was gut oder wahr ist. Nur Schönheit hat uns was bedeutet. Lass dich jetzt nicht ablenken. Wir reden bei einem Drink darüber, wenn wir hier fertig sind. Ich gebe einen aus. Alte Knacker mit Geschichten von früher. Ist wie bei meiner Oma. Arasaka Netrunner haben die Tower-Systeme gestürmt. Sie aufzuhalten hat Priorität. Setzt euren Weg allein fort. Ja, klar. Der Weg ist frei, aber ihr müsst euch beeilen. Wollte abhauen. Eine Elite-Einheit ist euch auf den Fersen. Oh, scheiße. Cunningham hat über die Jahrzehnte Fortschritte gemacht. Alles cool. Die Scheißefresser hatten nie eine Chance. Los, der Weg nach unten ist hinter der Tür. Bin dabei. Sieht aus, als hätte Alt hier ganze Arbeit geleistet. Ich bereite momentan die Abwehr einer Netrunner-Attacke von außerhalb vor. Ihr seid auf euch allein gestellt. Jojo. Beeilung. Eine Arasaka-Elite-Einheit ist bereits unterwegs. Ja, wie oft willst du denn das noch sagen? Wir sind so nah, dass ich die Daten fast riechen kann. Los, 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 los! Ich will's Mesher knacken! Dann kommt der Kern. Mesher kommt definitiv hier vor. Also zumindest war es beim anderen Playthrough so. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass er auch hier stattfinden wird. So, F öffnen. Du kannst die Zeit nicht zurückdrehen, Johnny. Aber du kannst von vorn beginnen. Sei doch! Roll Smasher! Au! Tot! Tot so! Frischmesser, du Bastard! Interessant! Ja, los! Die Schmachte! Komme her! Blutudu! Du hast Mordor getötet! Oh, er war los! Du! Smasher immun gegen Nate? Ich wollte gerade sagen, finde jetzt keine Barrier. Nein, hat er echt eine Health Barrier? Ich geh kaputt, Alter. Dann kriegt er hier auch ein paar Nades. Nades für alle. Hat er doch jetzt ein HP-Schild bekommen. Oder mehr der. Wo ist er denn? Kümmere ich mich halt erstmal um die. Wo ist Smasher? Oh, da ist Smasher. Ja, und tschüss. Ihre Abwehr wurde durchbrochen. Der Weg zum Kern ist frei. Aber uns bleibt nicht viel Zeit. Darf ich ihn jetzt endlich umbringen? Hör zu, du dreckige Cyborg-Fotze. Na, geht doch. Rogue war besser als du und ich je sein könnten. Die beste von allen. Und du hast sie getötet. Sie kannte das Risiko. Rogue hat dich nie vergessen. Jetzt hat sie ihren Willen. Red keinen Scheiß. Ich hab die alte Fotze gekillt. Du raffst es nicht, Smasher. Sie ist auf ihre Weise abgetreten.
Den Luxus kriegst du nicht. Ja. Sehr cool. Das wird... Ja, okay. Netter Bug. Come on! Ah, da schlägt wieder gute Musik ein. Ich hör's. Oh, nimm Rogues Waffe. Optional. Nein, jetzt bin ich im Taumel drin. Ja, gut, okay, dann. Dann lassen wir das. Hey, Wieland. Ja, Mann? Du bist in Ordnung. Viel Glück, Silverman. Kann ich jetzt wieder... Nein. Ich taumel nur noch. Der Zugangspunkt liegt vor dir. Verlinke dich damit. Dann finde mich auf der anderen Seite. Kriegen wir hin. Yep. Go get it. Ich sehe mich gerade so ein bisschen an die ans Ende von Mass Effect 3. Alt. Nur schlechter inszeniert. Ich weiß nicht, ob ich später dazu komme, also sage ich einfach. Wegen der First Person statt Third Person. Im Namen von wie? Danke. Und mir tut es leid. Ja, wer da keine Matrix Vibes kriegt, ne? Wie lang dieses Kabel ist. Okay, Dach ist schon angepeilt. Ah ja, ich bin Johnny. Ah gut, okay, erkennt man auch an den Farben des Overhead-Displays. Hallo Katze. Ja, wieder Matrix-Vibes. Yep, definitiv Matrix-Vibes. Wenn da zweimal dieselbe Katze ist. Ich verlasse Natur, die mich betrübt. An Formen der Natur nehme ich nicht teil. Wo lang muss ich da hin? Die Form, nee. Die griechische Goldkunst gibt. Gehämmert gleißend Gold und Gold-Email. Ich würde gern wissen, wie man das macht. Wie sowas herstellen. Es sieht so und setzt auf goldenen Ast, der sie aus einfach. Gewollt. Schlecht kann man ja nicht sagen. Oder? Obwohl doch, es sieht schon schlecht aus wie ganz krasse Komprimierung oder so. Kommen wird zum Heiligtum. Aber irgendwie auch anders. Seltsam. Echt einfach seltsam. Ah, ihr zwei habt euch wieder eingekriegt. Sehr schön. Der Weg sah länger aus. Gott. Da würde ich gerne mal das Mesh sehen von dem Level-Layout. So wie das tatsächlich aussieht, was sie da irgendwie zusammengeschraubt haben. Ah, irgendwie bin ich auch glücklich darüber, dass ich kein Game-Designer bin, kein Programmierer und nicht weiß, wie das alles funktioniert, weil das kann einem so viel kaputt machen, wenn man weiß, wie was funktioniert. Ist das Rogue? Oder wie? Das ist wie! Das sind wir! Hey, hi! Hey, wie? Hast du mich vermisst? Nicht so richtig. Hatte einen Blackout und bin hier aufgewacht. Hab ich was verpasst?
Ach, das finde ich mal schön. Dass so sollte das öfter sein, dass man seinen eigenen Charakter mal ein bisschen sprechen sieht. Jesus. Echt schade, das war mein Magnum Opus. Du hättest es geliebt. Du meinst Deins und Rogues, oder? Rogue ist tot. Tut mir leid. Ich mach auch eine Menge Scheiße durch. Alt befeuert mich mit Soulkiller und meine Nerven liegen blank. Alt! Zeigst du dich auch mal? Sag mir Hallo! Ich bin jetzt ein Engramm. Ein Konstrukt. Fuck. Tja, willkommen im Club. Hey, Alt! Bist du da? Sie hat gesagt, sie muss die Prüfsumme beenden. Dann kopiert sie mich wieder in meinen Körper. Der Soulkiller. Wieso fühlen wir nichts? Wir müssten uns doch vor Schmerzen in die Hose scheißen. Digitalanalgesie. Wir sind nur Datenströme. Manche Gefühlsinputs werden blockiert. Bla 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 bla. Alt hat dir einen ausführlichen Vortrag gehalten, hm? Ohne Vorwarnung. Aber egal. Sie hat gesagt, sie zerstört Mikoshi. Wie ihr wolltet. Sie wird all die armen Schweine freilassen, nur um sie gleich wieder einzufangen und in sich aufzunehmen. Das war's dann also? Jetzt liegt alles in Alts Händen? Nein. Was zum... Alt? Hi, Alt. Den Körper als Faktor auszuklammern, war ein Fehler. Die DNA-Rekonfiguration ist zu weit fortgeschritten. Dazu die aggressive, invasive Medikation. Und der Körper, der seine eigenen Neuronen angreift. Spuck's aus! Was soll das heißen? Wie wird sterben, egal was ich tue? Es ist unvermeidbar und steht kurz bevor. Hm? Verdammte Scheiße, Alt! Du hattest nur den einen Job und hast ihn versaut? Vor der gründlichen und präzisen Analyse konnte ich die Situation unmöglich einschätzen. Du hast diesem armen Stück Scheiße ein neues Leben versprochen! Du hast gelogen! Verfluchte Scheiße, Johnny, Alt! Halt mal kurz die Klappe! Ich muss nachdenken! Alt, komm schon! Es muss doch irgendwas geben! Der Biochip hat den Wirtsorganismus unumkehrbar verändert. Er gehört nicht mehr wie. Sie ist nur ein Eindringling. Für dich sieht es anders aus. Alle Veränderungen wurden an dich angepasst. Warte mal. Du willst, dass dein Ex mich aus meinem eigenen Körper rauswirft? Die Veränderungen sind unumkehrbar. Du hast nichts zu verlieren. Eher alles zu gewinnen. Ich will mich hier nicht einmischen. Aber solange Johnny die volle Kontrolle hat, kann er tun, was er will. Ja, cool, okay. Halt, gib uns eine Sekunde. Wozu, verdammt? Damit du mich überreden kannst? Für ein gutes Gewissen, obwohl du mit mir tun kannst, was du willst? Wir sind Freunde, wie. Sowas würde ich dir nie antun. Niemals. Da ich also sowieso dazu verdammt bin zu sterben, halten wir uns einfach an den Plan. Ich gehe, du bleibst. Mein Körper gehört dir. Nein, ich muss gehen. Du verlogener Drecksack. Was? Was muss ich tun, Alt? Überquere einfach die Brücke. Du wirst ein Teil von mir. Wies ursprüngliches Leben wird wiederhergestellt. Bin ich der verlogene Drecksack? Das raff ich nicht ganz. Das ist doch das, was Johnny Wie versprochen hat. Johnny. Betritt den Schacht, um in Wies Körper zurückzukehren?
überquere die Brücke und betritt für immer den Cyberspace. Willst du mich verarschen? Warum? Okay, langsam. Ich glaube, ich habe eine Überdosis Silverhand im Blut. Muss mich kurz sammeln, wenn ich wählen müsste, mit wem ich auf eine einsame Insel gehe. Wärst du's sicher nicht. Sogar der Cast von kleine fette Konzernratten wäre mir lieber. Weil du nämlich ein Riesenwichser bist. Und mit Sicherheit verdienen andere... Okay, kann mir gerade jemand erklären, was ich hier gerade falsch verstehe? Und trotzdem wünsche ich dir nicht den Tod. Ah, okay. Versprich mir nur eins. Vergiss mich nicht. Ich versteh's gerade nicht. Laufe ich gerade ins Falsche? Ich soll doch die Brücke überqueren, um hier für immer in den Cyberspace einzutreten. Betritt den Schacht. Mit Alt über die Brücke gehen. Ja. Und jetzt müssen wir doch wieder leben. Wobei es vorher so klang, als würde das nicht funktionieren. Ich raff's nicht. Nicht. Ich hoffe immer noch, wir sehen ja jetzt, was bei rumgekommen ist. Unter Umständen, maybe, could be. Ja, siehst du, wie lebt. Sei doch. Geht doch. Aber wo zum Teufel bin ich? Das... Ey, ist das nicht die... Hätte das... Jupp. Bin wirklich ich. Brücke ist nicht gleich flach. Ja, ist irgendwie... Keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch einfach gerade ein bisschen duselig. Don't know. Immer noch am Blut spucken? Mensch, Mensch, Mensch. Guten Morgen, Vi. Ich hoffe, Ihre Nacht war angenehm. Mhm. Sie haben keine neuen Nachrichten. Sie haben heute ein Meeting. Im Afterlife. Delamain hat die Ankunft Ihres Fahrzeugs zur vereinbarten Zeit bestätigt. Oh ja, ich sollte mich vielleicht tatsächlich anziehen. Ich habe meine ganzen Klamotten nicht mehr. Ah, sad. Hab ich hier so... Was hab ich denn hier für Klamotten, ey? Und keine Waffe? Ah! Alter Schwede, ist das irgendwie random zusammengewürfelt, oder? Aufgefallen, dass für den Rest des Monats keine Termine anstehen. Soll ich mit der Planung beginnen? Ja, das ist... Nein, danke. Es ist das nettes Apartment von... Perfekt. Einen schönen Tag. Das ist doch irgendwie so ein VR-Shit. Hey, Boss. Hey, ist er schon da? Noch nicht. Aber der kommt pünktlich. Seine Leute haben vorher alles abgecheckt. Damit alles sauber ist, ehe er ankommt. Okay. Ha. Dachten, wir merken nichts. Die Ausrüstung? Alles geregelt mit den Knarren. Der Rest auch. Voller Tank. Startklar. Danke. Bin bald da. Yep. Das ist doch mal was, wovon wir reden können. Shotguns.
SMGs. Ja, okay. Okay, cool. Ja. Wo nehme ich jetzt eine Jacke her? Kommt mir alles so extrem unbekannt vor. Das ist einfach nur Chip. Ah ja, hier mein Bracelet, mein Amulett. Also ist es... Nee, kann ja immer noch irgend so eine konstruierte Welt sein. Das ist irgendwie gerade mein Best Guess. So, es ist irgendeine konstruierte Welt für mich. Weil wenn ich Altboy richtig verstanden habe, ist Johnnys Leben einfach beendet. So, okay. Liegt da drin vielleicht auf dem Sofa noch eine Jacke? Eben eine Jacke. Woher denn? Ich hab gar keine. Nee. Bin wahrscheinlich gleich wieder irgendwie blind und besoffen. Gut, dann bleibt der Fernseher halt aus. Hier kann ich nichts machen. Ah ja, hier ist meine Jacke. Dankeschön. Ah ja, ich hätte sie auch gleich ausrüsten können, wie smart er ist. So. Ja. Dass man mir noch nicht mal ein zweites Outfit gibt. Shotguns. Now we're talking business. Ja, können wir eigentlich auch gleich mal ausrüsten. Erstmal die und dann als Semi-Waffe nehmen wir noch eine zweite Shotgun. Einfach, weil, wenn dann schon Doppel-Shotgun. Aber wo zum Geier bin ich hier? Wie viel Zeit ist bitte vergangen? Wohin düsen wir denn heute? Bring mich zum Afterlife. Natürlich. Wir nehmen diese besonderen Luftkorridore. Aufregend, oder? So sollten wir schnell da sein. Super cool. Du siehst ja schlimm aus. Harte Nacht? Harte Wochen. Oh je, Mini, das tut mir leid. Okay. Dank deinem Einbruch in den Arasaka Tower hast du alles. Respekt, unbegrenzte Ressourcen. Doch körperliche Leiden... Falls es hilft, ich habe zusätzliche Dienste im Angebot. Wellnessbehandlungen und vieles mehr. Vielleicht genau das Richtige für dich. Ich arbeite jetzt sogar mit Traumateam zusammen für beste medizinische Versorgung. Okay, durchs Gebäude fliegen. Läuft bei dir, Auto. Ich nenne es das Sicher-Reisen-Paket. Was hältst du davon? Was gibt's Neues in der Stadt? Arasaka ist in Bedrängnis. Ein organisatorisches Chaos, die Aktien abgestürzt, das Vertrauen der Öffentlichkeit erschüttert. Soll ich fortfahren? Sichere deine Seele sollte ein Riesenerfolg für Arasaka werden. Wurde aber zu einem Riesenfluch. Alle Ressourcen des Projekts gingen verloren. Hm. Die haben den Reichen Unsterblichkeit versprochen und verkauft. Und eigentlich an Gramme und Wissen gesammelt. Es ging um Macht, Kontrolle. Und? Was sagt man sich so auf den Straßen? Natürlich gibt es zahllose Gerüchte. Du planst etwas Großes und irgendjemand noch Größeres mit enormen Ressourcen unterstützt dich. Sonst nicht viel. Arasaka versucht, das Chaos zu kontrollieren. Wie dem auch sei, du, das Afterlife, ihr seid in Sicherheit. Vorerst zumindest. Nova. Das Afterlife war doch das... War doch die Disco, oder? Bring mich ins Afterlife. Und zwar schnell. Natürlich. Ich habe zweifelsfrei die optimale Route berechnet. Wir kommen in Kürze an. Ich finde es auch cool, wie Delamain durch die Verschmelzung, die wir vorgenommen haben, jetzt auch in verschiedenen Formen zu uns spricht in der Sequenz. Ist vielleicht das letzte Mal, dass ich hier bin. Gehst du irgendwo hin? Für immer? Irgendwie schon. Dann hoffe ich trotzdem, dass wir uns bald wiedersehen. Night City ist das Juwel der Westküste.
Mhm. Oder eine Metropole von fast lähmender Schönheit. Ganz bestimmt. Guten Abend! Lass mich raten. Pappige Soja-Chips, rostiges Leitungswasser und schon wieder ein grausiger Mord vor deinem Schlafzimmerfenster. Stell dir vor, du könntest das alles einfach hinter dir lassen. Ja, stimmt. Der Laden von Rogue, das war das Afterlife. Ich und mein Brain. Wir sind zurzeit extrem vergessen. Schicke das Wort Space an die 7299 und gewinne vielleicht einen einwöchigen Urlaub für zwei im schicken Crystal Palace. 10 Casinos, 5 Pools, die beste Braindance-Ausstattung. Was? Tim, wir sind jetzt. Hey, alles bereit? Sozusagen der Neue. Perfekt. Deine Kabine erwartet dich schon. Hey, wie? Wer hat mich angesprochen? Ah, hi. Was willst du trinken? Das Übliche. Klar doch. Die Leute ahnen, dass was los ist. Lange können wir das nicht mehr geheim halten. Müssen wir auch nicht. Start ist heute. Heute? Ist das ein Problem? Nein, nein, nur... Hallo, Schicken des Afterlives. In dem Fall brauchst du was Besonderes. Rogue hatte ein Ritual. Vor jedem großen Ding hat sie einen Schuss Tequila weggehauen. Silverhands Favoriten. Hab sie mal gefragt, ob ihr das Glück bringen soll. Weißt du, was sie meinte? Ihr ging's ums Erinnern. Dass die Erinnerung an Johnny ihr hilft, sich auf das zu konzentrieren, was wichtig ist. Komm, lass mich dir nach alter Afterlife-Tradition einen unserer Specials mixen. Sag mir, auf wen du trinkst. Auf Johnny, auf Jackie, auf Rogue. Ich trinke auf mich. Ich will meinen eigenen Drink. Auf mich. Kann's gebrauchen. Wenn du einen Drink mit deinem Namen willst, musst du erst draufgehen. Komm, du kennst die Regeln. Aber ich war tot, Claire. Okay. Na gut, ich mix dir was. Isse? Geht doch. Also mich. Und viel Glück, wie. Ja, noch schöner, wenn man nicht der, als Chef seine eigenen Bar, einen eigenen Drink haben kann. Dann würde ich ja in Power Mode Shelly den Barkeeper verpassen. Wie? Ich habe lange darauf gewartet, der Afterlife-Legende ins Auge zu sehen. Und ich muss sagen, ich bin ergriffen. Schön, dass ich nicht enttäusche. Ladies first. Schieß los. Also wie? Mikoshi war ein Meisterstreich. Damit hast du Arasaka K.O. geschlagen. Du hast Eddies. Einfluss in der Stadt. Aber nicht nur das. Habe ich Eddies? Ich habe keine Eddies. Ich weiß nicht, was er da redet. Arasaka ist intern wie gelähmt. Hier und da haben sich Gelegenheiten ergeben und meine Leute haben sich so viel geschnappt wie möglich. Also ist alles für den Einsatz bereit. Die Info von Arasaka ist bestätigt. Das Casino testet gerade ein neues Sicherheitssystem. Und es stimmt. Sie werden es heute kurz abschalten. Ich denke, du wirst diesen Moment zu nutzen wissen. Hast du Zweifel? Hoffe, das heißt nicht, du willst aussteigen. Aussteigen? Jetzt? Nein. Das würde überhaupt keinen Sinn ergeben. Übrigens hat noch nie jemand so einen Einsatz durchgezogen. Wo ich herkomme, sagt man sogar, es ist unmöglich. Man sagt, dass du ein zu großes Risiko eingehst, dass du in die Sonne fliegst, um zu verbrennen. Deshalb hast du mich angeheuert. Weißt du, warum ich dich wirklich angeheuert habe? Nee, nichts Konterbier. Selbst wenn es dich Bütebetrug ist einfach nur... Also da bräuchte ich ja jeden Tag ein Konterbier. Vom Konterbier. Also Konterbier. Morgen um die Zeit haben wir sämtliche Kundendaten des Casinos. Vergiss nicht deinen Teil der Abmachung. Oh, ich vergesse nie ein Versprechen. Viel Glück. Okay. Hui. Eine Mission in Space. Wo bin ich? Wieso sehe ich nichts?
Okay, bin auf Position. Perfekt. Fast auf die Sekunde. Jetzt ich. Hab das Signal erhalten. Satelliten sind down. Signaturmantel aktiviert. Denk dran, du hast nur einen Versuch. Sag mir was, das ich nicht weiß. Sobald es losgeht, gibt es kein Zurück. Keine Rettungsmöglichkeit. Keine Überlebenschance, wenn jemand was merkt. Sehr gut. Aber wenn das klappt, gewinnst du mehr, als du dir ausmalen kannst. Ich kann schon lange nichts mehr gewinnen. Jetzt habe ich nichts mehr zu verlieren. Das klingt ziemlich deprimierend, aber was weiß ich schon. Okay. Ich weiß nicht so ganz, was Vi jetzt hier gerade macht. Also, weil ich glaube, mein Eindruck ist tatsächlich, Johnny ist gegangen, um zu sterben. Und Vi... Körper stirbt aber trotzdem. Also, das ist einfach keine Rettung, okay, für sie gab. Los geht's. Viel Glück. Wir sehen uns unten. Habe ich das so richtig verstanden? Over and out. Ich glaube, das ist das Einzige, wie das für mich gerade Sinn ergibt. Ja, aktuell, so wie es aussieht, steuert sie an der Raumstation vorbei ins Nichts. Bye bye! Nichts jetzt gerade? Oder lässt sie einfach nur Luft raus? Ich schaff's nicht. Naja, ich glaube, das war das Ende. Wenn ich das gerade richtig sehe. Wie vanishes with a big bang. Hey, wie? Was geht? Ah, ja. Ist eine Weile her, seit du den alten Weg besucht hast. Roll Credits, wette, heißt es ja so schön. So, ich drehe das jetzt auch ein kleines bisschen runter, damit es jetzt noch im Hintergrund laufen kann. Denn wir sind am Ende vom Spiel angelangt. Haben wir doch noch geschafft dieses Jahr. Mit dem, ich mutmaße einfach, actionreichsten Ende von einem Spiel. Die andere Version habe ich gespielt. Gut, die hatte natürlich auch ein bisschen Action. Aber egal. Wir haben es geschafft. Wir haben jetzt 18:20. Ja, anderthalb Stunden habe ich mir ungefähr... Ich hatte vielleicht sogar 2 Stunden gedacht, dass vielleicht das etwas mehr bangige Ende dauern könnte. Aber naja, das war unser kleiner Trip durch die Welt von Night City, durch die Welt von Cyberpunk. Und was für ein Jahr das halt auch war. Also, weil ich habe mir auch so tatsächlich vorgenommen gehabt, so jetzt auch nach dem Finale so ein bisschen mit euch zu quatschen. Einfach nur so ein bisschen smooth und lässig für mich auch mal das Jahr bald in Orkenspaltern so für mich ein bisschen mit zu rekapitulieren. Weil es ist schon ein bisschen seltsam für mich, schon ein bisschen strange, weil Nico ist ja tatsächlich Anfang des Jahres so einfach auf mich zugekommen, ey, hast du Bock, bei dem Cyberpunk Pen & Paper mitzuspielen? Und wir beenden es ja auch wieder mit Cyberpunk. Finde ich geil. Ja, damit endet ein Jahr, das ziemlich viel anders gemacht hat, würde ich mal sagen. Also jetzt nicht wegen Corona oder sonst was, sondern weil ich tatsächlich mal ein bisschen mehr
also einfach in dieses Thema Pen and Paper und das dann halt auch noch so, wie drücke ich das am allerdümmsten aus, ohne richtig dumm mich auszudrücken? Die Orkenspalter-Community ist einfach sehr, oder ihr seid einfach sehr nett, so einem kleinen Querulanten wie mir. Und das ist eine schöne Erfahrung, weil ich sonst eigentlich, wenn man so als Außenstehender von Pen and Paper und so hört, ist es immer so ein, ah ja, das sind voll die Puristen und die spielen das nur so und so. Und nicht nur durch die Mitspieler, die ich hatte, in den ja doch vielfältigen Runden, die wir hatten hier auf Orkenspalter. Nee, auch eben über den Discord, über die Community, über euch eben, ne? Habe ich eben kennengelernt, so nicht nur wie viele, also wie unendlich gefühlt riesig das Thema Pen and Paper eigentlich tatsächlich ist, weil natürlich für mich gab es auch nur so, ja, okay, es ist halt Dungeons and Dragons und ja, das schwarze Auge. Lustigerweise war vor nicht allzu langer Zeit für mich DSA und das schwarze Auge zwei verschiedene Paar Schuhe. Nee, aber ich habe einfach kennengelernt, dass so diese, zumindest diese Pen and Paper Community, also ne, hier, die Orkenspalter, eine sehr schöne Willkommenskultur habt und viel probiert wird. Und ich hatte es letztens erst auch mit einem Kollegen drüber, der meinte so, ja, Walker, wenn du nicht so systemische Spiele wie D&D und so spielen willst, ah, da wirst du es schwer haben, für so wonkige Systeme irgendwie Mitspieler zu finden. Und das hat halt gefühlt keine 20 Minuten gedauert, weil ich einfach drei, vier Leute angeschrieben habe und die haben gesagt, geil, habe ich Bock drauf. Lass mal was anderes als D&D spielen, sondern, keine Ahnung, Cthulhu oder hier, wie heißt es? How to be a Hero oder was weiß ich was nicht. Es war auf jeden Fall ein cooles Jahr, das mir einige Sachen auch neben Pen and Paper beigebracht hat. Was ich sehr cool finde. Aber bevor wir das Ganze jetzt tatsächlich final beenden, gibt es noch einen kleinen Aufruf von mir. Und das ist nämlich, Nico und ich haben uns länger unterhalten, was ich jetzt als nächstes spielen könnte oder spielen sollte hier auf dem Channel. Und da sind wir uns nicht ganz überein geworden, weil es halt ja so viel Auswahl halt natürlich auch gibt. Und da habe ich mir gedacht so, hey, ich mache das ja hier nicht exklusiv für mich. Ich mache das ja im Endeffekt, ja, blöd gesagt, für euch. Und dann habe ich mir so gedacht so, hey, wir haben hier doch einen Discord, da kann ja jeder schreiben. Anstatt jetzt aber einen extra Channel aufzumachen, damit da irgendwie jeder reintippen kann, würde ich einfach vorschlagen, wenn ihr Bock drauf habt, ich glaube, ich werde über Nico auch nochmal bei den offiziellen Ankündigungen oder irgendwie sowas nochmal was schreiben lassen, damit es auch für andere Leute, die jetzt aktuell nicht mit hier dabei sind, das auch, wow, 48 Leute und das an Silvester, Mensch, Freude pur. Aber es geht darum, wenn ihr im Discord, wo auch immer, Peakwood Bay war auch toll, Peakwood Bay war eines der größten Highlights, also Ben als Spielleiter, Bombe, aber dazu komme ich gleich nochmal. So, es geht um, wow, ich lasse mich so schnell ablenken, es geht darum, was für ein Spiel soll ich als nächstes hier auf Orkenspalter TV spielen. Und da könnt ihr im Discord, gefühlt eigentlich in jedem Channel, wo ihr halt seid, ich denke mal, Diskussion über das Orkenspalter TV wird wahrscheinlich das einfachste sein oder tatsächlich sogar allgemeine Diskussionen, je nachdem, was für ein Discord-Tier ihr halt besitzt, weil der Discord ist ja jetzt offen, jetzt kann jeder dazu kommen, wie er möchte. Und wenn ihr da einfach @Walker schreibt, könnt ihr einfach @Walker und entweder ein Spiel oder mehrere Spiele, wir sammeln die einfach, dann schauen wir, hey, auf was habe ich denn tatsächlich Bock von dem, was ihr vorgeschlagen habt. Und dann machen wir das entweder zu einer Patreon-Umfrage oder es wird einfach so entschieden, wissen wir noch nicht so ganz genau, weil wir nicht wissen, wie viele rumkommen. Aber da könnt ihr auf jeden Fall vorschlagen, was ihr denkt, was cool wäre, wenn wir das hier mal zocken. So zusammen. Na, das kann sowas, was schon rausgekommen ist, wie, keine Ahnung, Psychonauts 2 zum Beispiel sein, das kann was sein, was jetzt erst noch rauskommt, wie Lost Ark zum Beispiel, was nächstes Jahr ja rauskommen soll.
Es kann irgendwie ein Cold Classic sein, wie Knights of the Old Republic, obwohl ich da bevorzugen würde, eher das Remake zu spielen als die Originale. Da bin ich halt so. Also, was auch immer ihr denkt, was cool wäre, was ihr sehen wollen würdet hier zu spielen, schreibt einfach Ed Walker und dann ein oder so viele Spieletitel, wie ihr lustig seid. Wir sammeln das und dann schauen wir, was als nächstes hier stattfinden wird. Ich weiß noch nicht, wann ich dann das nächste Mal hier streamen werde, weil wir erstmal natürlich auch ein bisschen was sammeln wollen. Aber, ja, das wird halt dann irgendwann. So, und jetzt nochmal zu Peakwood Bay. Peakwood fucking Bay! Wie scheiß genial war das bitte? Also, wirklich, ich habe einen Heidenspaß gehabt. Etwas schade war, dass wir das so verzögert teilweise spielen mussten, aber das liegt halt auch einfach an Terminen und was man halt nicht alles zu tun hat, vollkommen korrekt. Aber ich war tatsächlich am Anfang sehr nervös, weil ich mir so dachte, mit Miley und Nico und Bananepik als Spieler und dann auch noch Ben & Paper und dann ich Wurst. Okay. Ja, ich spiele seit gefühlt einem Vierteljahr Pen & Paper und ich Wurst jetzt mit der Besetzung dann auf einmal in einem Boot in so einer geilen Geschichte drin. Es war ein bisschen surreal. Aber es war sehr nice und das Ende. Also, wer denkt, dass ich am Schluss als Joe Beaufort, ich war absolut lost. Ich habe absolut überhaupt keine Ahnung gemacht, was ich da drin tun muss. Also, ich will jetzt natürlich auch nicht spoilern, ne, für Leute, die das unter Umständen das Finale noch nicht gesehen haben. Aber, boy, da war ich echt so, okay, what the fuck. Weil ich komme mit diesem Cthulhu-esken Horror. Ich kann da mich so schlecht da reindenken, deswegen sitze ich dann immer wie so ein Backstein da und dann so, okay, keine Ahnung, was ich hier zu tun habe. Danke dir für deine Zeit, humoristische Einfall von deiner Seite ist eine Bereicherung für das... danke Dex, ja, boah. Humor ist ja Geschmackssache, ne? Den einen trifft's, den anderen nicht. Aber danke dir und ich wünsche dir natürlich auch noch einen schönen Abend. Und euch entlasse ich jetzt natürlich auch gerne in den Abend, in den Silvesterabend, diesmal ohne Geknalle. Wuhu! Freude für mich, zumindest von mir, dass es nicht so viel knallt. Wir haben genug geknallt für heute. Wünsche euch einen schönen Abend. Guten Rutsch, kommt gut ins neue Jahr und auch das 2022. Vielleicht mal ein bisschen cooler wird. Noch cooler. Als denn. Ich sage gute Nacht. Bye bye. Ciao ciao. Und haut rein.